Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Video. Mein Name ist Jan Heidecker, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- und Medienrecht sowie für IT-Recht. Ja, wir kommen in diesem Video nochmal zurück auf das wirkliche Sensationsurteil des Europäischen Gerichtshofes vom 26.03.2020. Wir hatten in einem anderen Video schon mal allgemein darauf hingewiesen, was Gegenstand dieses Urteils war. Vereinfacht und kurz gesprochen ging es darum, dass dort eine verwendete Widerrufsbelehrung für unwirksam erachtet wurde, was in der Rechtsfolge dazu führt, dass es sozusagen ein ewiges Widerrufsrecht gibt. Die Besonderheit an dieser Widerrufsbelehrung ist, das konnten wir zwischenzeitlich hier in unserer Kanzlei schon feststellen, dass diese Widerrufsbelehrung anscheinend von zahlreichen Banken verwendet wird. Also die uns bisher vorgelegten Verträge hatten nahezu alle diese Widerrufsbelehrung und insbesondere den berühmten Paragraphen 492 BGB dort enthalten, was letztendlich zur Unwirksamkeit führt. Heute möchte ich einmal ganz speziell auf die Konsequenzen bei einem klassischen Kfz-Finanzierungsvertrag eingehen, weil wenn man sich hier einmal die entsprechenden Rechtsfolgen anschaut, die daraus entstehen, ist es so, dass das nahezu unglaublich ist, was da eigentlich diese Entscheidung für die Banken bedeuten kann. Hier ist es dann bei einem Kfz-Vertrag so, dass im Falle der Erklärung des Widerrufs folgende Rechtsfolgen eintreten. Sie erhalten als Käufer dann zunächst die von Ihnen geleisteten Ratenzahlungen abzüglich der Zinsen zurück. Sie erhalten auch zurück eine von Ihnen geleistete Anzahlung. Da die Bank, die das entsprechende Fahrzeug für Sie finanziert hat, erhält natürlich das Fahrzeug zurück und auch die Zinsen, die Sie ja schon geleistet haben, die verbleiben grundsätzlich hier bei der Bank. Wenn man jetzt mal vielleicht hier ein konkretes Rechenbeispiel nimmt, wird vielleicht mal klar, was das bedeuten kann. Nehmen wir mal an, Sie haben ein Fahrzeug finanziert zu einem Preis von 30.000 Euro. Sie zahlen monatlich, sagen wir mal, insgesamt 400 Euro. Davon entfallen 100 Euro auf Zinsen, 300 Euro auf die Tilgung. Sie fahren dieses Fahrzeug 3 Jahre lang. Wir rechnen 36 Monate mal 300 Euro. Ja, dann sind das 10.800 Euro. Die Sie zurückbekommen würden. Ja, insgesamt haben Sie hier roundabout einen Betrag vielleicht um die 13.000, 14.000 Euro bezahlt, was dann letztendlich bedeutet, dass Sie 3 Jahre lang ein Fahrzeug, gegebenenfalls ein Neufahrzeug, zu einem Preis von 3.000 bis 4.000 Euro gefahren sind. Das Besondere, so wie sich derzeit die gesetzliche Situation darstellt, besteht sogar noch darin, dass Sie hier aller Voraussicht nach noch nicht einmal einen irgendwie gearteten Nutzungsersatz für die Nutzung des Fahrzeuges leisten müssen. Das hängt damit zusammen, ganz vereinfacht gesprochen, dass gesagt wird, die Widerrufsbelehrung war unrechtmäßig. Das wirkt sich dann letztendlich auch auf die entsprechenden Widerrufsfolgen aus, sodass Sie hier, je länger Sie natürlich auch ein entsprechendes Fahrzeug nutzen, wirklich zu sehr, sehr günstigen Preisen diese Nutzung des Fahrzeuges sicherstellen können. Also hier sind wirklich die Rechtsfolgen, so wie ich finde, sehr enorm und der Nachteil liegt hier natürlich eindeutig auf Seiten der Bank. Was wir Ihnen anbieten können, ist, dass Sie uns völlig unverbindlich und im Rahmen einer kostenlosen Ersteinschätzung uns den entsprechenden Vertrag zukommen lassen. Wir würden dann hier überprüfen, inwieweit in Ihrem Fall auch ein Widerruf möglich wäre. Wir melden uns dann bei Ihnen zurück und würden Ihnen dann auch an einem konkreten Rechenbeispiel mal ungefähr zumindest im ersten Schritt mitteilen, welche wirtschaftlichen Vorteile Sie durch die Erklärung des Widerrufs haben können. Was sehr erfreulich ist, dass diese Fälle im Regelfall auch durch die Rechtsschutzversicherer übernommen werden, sodass Ihnen auch auf unserer Seite grundsätzlich persönlich keine Kosten entstehen. Aber selbst wenn Ihre Rechtsschutzversicherung in diesen Fällen nicht eingreift, würde sich natürlich hier der Widerruf eines entsprechenden Vertrages allemal für Sie nach unserer Auffassung lohnen, da diesbezüglich sicherlich
Gut, je nach Fallkonstellation natürlich die bei uns entstehenden Kosten absolut im Verhältnis wären. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie sich bei uns melden würden. Wie gesagt, schicken Sie uns Ihre Finanzkreditverträge gerne zu. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihre Kontaktaufnahme. Die entsprechenden Adressdaten blenden wir einmal hier unten ein und natürlich freuen wir uns auch jederzeit über einen Telefonanruf von Ihnen und dann sage ich mal bis bald.